Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. So, anscheinend geht es jetzt schon ab in den nächsten Bunker. Von einem Bunker zum anderen. Das Spiel sollte Bunker Buster Zero heißen. Robo Bunker Buster 2000. Nee, Robo Bunker Buster 1989. So hätte ich das Spiel genannt. But that's just me. Kann ja nicht jeder immer so coole Namen sich ausdenken wie ich. Ich habe auch Titologie studiert. Die Wissenschaft der perfekten Benennung von abstrakten Dingen. Eigentlich ein ziemlich leichtes Studienfach. Also das Geheimnis ist, dass man hinten dran, man kann sich ausdenken, was man will. Man nimmt einfach irgendwas. Man kann morgens die Zeitung aufschlagen und nimmt das Erste, was man liest. Oder auf dem Weg zur Arbeit einfach mal so ein bisschen die Tafeln lesen, die Schilder lesen, die Werbung lesen. Und dann hängt man hinten dran sowas wie Redemption oder Revenge. Und schon hat man eigentlich den perfekten Titel, egal was man gerade macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich hier umgucke, das Erste, was ich lese, weiß ich nicht, ich lese gerade gar nichts. Donnerstag. Von mir aus, Thursday, Revenge. Perfekt. Bam. Ich bin zwar gar kein großer Fan davon, in jedes Spiel immer... ...zwanghaft Survival-Mechaniken zu quetschen, wo sie teilweise gar nicht wirklich reinpassen oder nur nervig sind oder sowas. Das war eine Zeit lang irgendwie ein Riesentrend und ist immer noch sehr beliebt. Aber ich finde, hier würden Survival-Mechaniken tatsächlich sehr viel Sinn machen. In das Spiel hätte man ruhig Survival-Mechaniken bauen können, finde ich. Da hätten die, glaube ich, nicht gestört und hätten eben ein bisschen mehr so Loot-Motivation erzeugt, weil es eben um Leben und Tod geht. Und nein, jetzt ist noch ein neuer Berserker gekommen. Oder wie? Hallo? Wie viel... Oh, der ist jetzt schon hier. Moment mal, einer ist... Nee, einer ist da. Oh Gott. Wow, irgendwie ist das cool. Ich glaube schon langsam wirklich, die kommen, je nachdem, wie viel Roboter ich schon kaputt gemacht habe. Je mehr Roboter ich kaputt mache, desto mehr Superroboter werden quasi erweckt. Oder so, wenn man so will. Aktiviert. Naja, finde ich okay. Kann man schon machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht hochgelevelt oder so. Hä, in Kampf eingetreten? Wie, wo, wer, was, wann? Nicht, dass ich wüsste. Aber Survival-Mechaniken sind auch immer schwierig. Ich höre echt irgendwie ganz starke Spinnenrobotergeräusche. Weil Survival-Mechaniken bedeuten in vielen Spielen einfach nur, dass im Hintergrund ein Timer läuft und alle so und so viele Minuten muss man im Hintergrund im Menü, muss man im Menü irgendeine Itemgruppe anklicken, damit sich der Timer wieder auffüllt. Und das ist eigentlich ein bisschen langweilig. Ich kann gar nicht genau sagen, an was ich das festmachen würde. Das ist eine Kunst für sich. Das ist wirklich eine Kunst für sich, aber es gibt einfach Spiele, denen gelingt es sehr gut, so eine Überlebensstimmung zu erzeugen. Und es gibt Spiele, bei denen klappt es einfach irgendwie nicht. Und ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Aber es ist so.
Oh! Nein! Ah! Der ist ganz schön schnell! So, kommst du jetzt? Bitte? Ah ja! So geht's natürlich auch. Ach ja, wenn die KI der Gegner zum besten Freund wird. Aber leider die Hit Detection nicht. Die Wand hier hat nämlich keine sehr nette Hitzone. Tja, jetzt hat er mich getötet. Jetzt haben wir das mal gesehen. Ich habe einfach eine Adrenalinspritze benutzt und war wieder lebendig. Das war ziemlich easy sogar. Ich glaube, ich habe viele Adrenalinspritzen, oder? Wenn das so einfach geht, ist das alles halb so wild. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die Großen hier rumlaufen, habe ich echt ein bisschen Angst. Mir werden so viele Gegnerkreise immer wieder angezeigt. Die sind hier noch überall irgendwo. Überall irgendwo. Irgendall überwo. Überall aber wo. Aha, wen haben wir denn da? Melon! Hey, warum ist denn mein Freund da unten unsterblich gewesen gerade? Wahrscheinlich die Hitboxen der Treppe, ne? Wieder. Ah, natürlich. Unfair. So, jetzt aber Schluss hier. Eine Waffe! Ein Automatikgewehr! Anscheinend haben die Roboter aus dem Spiel und die Aliens aus Science gemeinsam, dass sie keine Türen öffnen können. Und vielleicht ist auch Wasser super effektiv gegen die. Wer weiß. Könnte man mal testen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wir haben nämlich das Automatikgewehr gefunden. Ob das jetzt gerade... Ups, das wollte ich gar nicht. Wenn wir... Oh, das ist sogar Stufe 2. Ah, ich habe auch schon eine bessere Version von dem gefunden irgendwann mal. Mensch. Wenn ich dafür nämlich Munition habe, könnte man das mal benutzen. Na, viel ist es nicht, aber... Habe ich jetzt den Strom wieder angemacht oder was hat der Schalter jetzt eigentlich getan? Warum hört die Kampfmusik nicht auf? Das macht mich ein bisschen irre. Ja.
Naja, die beiden hat das gut zerfetzt. Und das, obwohl ich das halbe Magazin, glaube ich, in die Luft geschossen habe. Muss man mal weiter testen, ob das nur glückliche Treffer waren. Oder ob das Ding wirklich reinhaut. Ah! Ich glaube, das haut schon wirklich rein. Ah, komm schon. Ist eine Verschwendung gegen die kleinen Spinnen hier. Oh, ich kann das während der spannenden Musik nicht lesen. Ich habe dauernd Angst, dass Gegner hinter mir her sind, die nur irgendwo an der Wand hängen geblieben sind, und gleich befreien sie sich und plötzlich steht so ein Riesending hinter mir. Deswegen hasse ich so Notizen in so Multiplayer-Spielen, in denen man nicht pausieren kann. Multiplayer hat einfach alles schlecht gemacht. Alle schlechten Sachen, alles Schlechte in der Videospielwelt kommt aus Multiplayer-Spielen. Ich verabscheue Multiplayer. Multiplayer! Dann lieber ein Multipass. Meine Güte! Automata-Gewehr 4. Was hatte ich da für einen Schatz in meiner Kiste liegen all die Jahre und habe ihn nicht benutzt. Aber andererseits ohne Munition bringt der Schatz auch nicht viel. Oh. Endlich wieder ein bisschen Ruhe hier für die Nerven. Die Super-Action-Musik hat aufgehört. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwas haben wir scheinbar richtig gemacht. Aber einer von den Bossen ist anscheinend hochgelevelt. Hui, Gewitter draußen oder was ist los? Das müssen wir uns alles mal in Ruhe anschauen, wenn wir hier fertig sind. Oh oh. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich habe nicht umsonst die Gasmaske gerade gefunden. Hä? Wo ist sie denn? Ach so, warte mal. Da bin ich falsch. Das ist hier, brilligen Gesichtsschutz. Leider schränkt das auch unser Visier ein. Aber es geht eigentlich, ne? Gar nicht so schlimm. Hä? Ich dachte genau, das soll die Gasmaske verhindern. Was ist denn jetzt los? ...20% Gaswiderstand nur. Das ist ja voll... Was ist denn das für eine beschissene Gasmaske? Aber gut, okay. Dann befürchte ich, müssen wir jetzt einfach rein und sprinten oder so. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann nicht sprinten, weil ich überladen bin. Verdammt! Ah, erschrocken auch noch.
muss ja erstmal raus. Was war das gerade? Jetzt ist natürlich die Frage, die große Frage, die sich hier stellt, geht es da drin noch irgendwie weiter? Muss ich da nochmal rein oder können wir hier gehen? Ich gehe mal da lang. Da wird noch ein Missionsziel angezeigt uns. Nur noch 11 Schuss, das muss ich mir merken. Dann muss ich schnell wechseln zur Pistole. Die sind tot, oder? Ja, ich glaube, hier war ich schon. Moment mal, wo führt das hin? Da rein? Ja, ich glaube schon. Sergeant Johan Andersson vid ledningscentral Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Det har också... Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet och de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan som försiggår, kom. Så, und jetzt? Sind wir fertig oder wie? Deswegen sind wir jetzt hier reingekommen. Wirklich? Könnte schon sein. Könnte schon sein. Unser nächstes Missionsziel ist hier. Over and out. Da müssen wir aber vorher an Jagdmasik vorbei. Der Berserker der Burg von Iboholmen. Ja, das wird spannend. Ich hätte wirklich stark gehofft, dass das hier eine richtige Basis für uns wird, mit Unterschlupf und allem. Einfach weil wir gerade voll überladen sind und ich überhaupt nichts mehr tragen kann. Hä? Will mich das Spiel jetzt verarschen? Au, wo denn? Wie? Wie kommst du hinter mich? Autschi. Was für ein hinterhältiges kleines Spinnentierchen. Naja, ich nehme mal die Gasmaske wieder ab. Hä? Aha, hab mich wohl verdrückt oder so. Und ich wollte mal schnell gucken, wie viel Adrenalinspritzen ich eigentlich mittlerweile gesammelt habe. Ah, nur 9. Gar nicht so viel, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Habe ich da etwa schon welche verwertet vielleicht oder so? Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, dann haben wir nicht so viele extra Leben, wie ich dachte. Ich meine, 9 ist jetzt auch nicht gerade. Also, ne? Aber ja. Naja, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Morgen versuchen wir mal, hier in unserem überladenen Zustand rauszukommen, ohne Schnellreise. Naja, wie überladen bin ich denn eigentlich? Gar nicht so überladen. Zur Not müsste man halt vielleicht hier die alte Dingsi hier abwerfen oder so. Vielleicht. Mal schauen. Ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.